Hallo, das ist der Moritz und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zu FIFA Mobile 22 in der Beta. Wir laufen in großen Schritten unserem 90er Team endlich so ein bisschen entgegen. Und heute gibt es auch endlich wieder eine neue Folge. Wir werden direkt reinstarten heute mit Packs. Das kann ich euch direkt sagen, wir werden heute reinstarten mit Packs. Nachher um 20 Uhr gibt es die 20 Uhr Folge und heute kommt auch die Football Freeze. Football Freeze, rein geht's ins letzte Event, bis dann endlich die FIFA Mobile 22 Vollversion kommt, sage ich mal. Weil dann, ich glaube Mitte Januar ungefähr. Mitte Januar müssten wir, weil das Football Freeze Event geht, glaube ich, 42, 41 Tage. Und wenn man das halt so rechnet, dann ist es ungefähr Mitte Januar. Ich hoffe, dass es Mitte Januar kommt. Ich drücke die Däumchen und wir gehen rein hier in FIFA Mobile 22. Und wir gehen natürlich direkt in den Shop rein, weil ich da oben 10.800 FIFA Points wieder ein bisschen ergaunert habe. Das heißt, ich kann mir 3 Elite-Spieler holen. Und ihr wisst, was in den Elite-Spieler-Packs drin sein kann. Messi, einen Lewandowski. Ballon d'Or-Gewinner Lewandowski. Ballon d'Or-Fake-Gewinner Messi. Mal gucken, wen ich ziehe. Mal gucken, wen ich bekomme. Ich hoffe natürlich, dass wir einen Walkout mindestens bekommen. 3 Packs, ein Walkout, das wäre ganz, 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 ganz nice. Ich habe mir eigentlich noch nie die Infos da angeguckt. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, da einen Walkout zu ziehen? Steht das da? Steht das da? Kein Walkout. Thomas Partey. Machst du heute Partey? Ich mache heute Party, ja, machst du heute Party? Ja, okay, es steht nur die Wahrscheinlichkeit da, dass man einen garantierten Elite-Spieler bekommt, 80+, das ist lächerlich. Also das ist wirklich frech, EA. Ihr könnt auch wenigstens hinschreiben, die Wahrscheinlichkeit, einen 86+-Spieler zu ziehen, liegt bei 0,1%. So gefühlt, ne? Walkout! Niederlande? Mittelstürmer? Barcelona? Memphis Depay? Oh, ich hatte Depay nicht auf dem Schirm. Oh, Memphis Depay. Walkout. Och, ja, Leute, das ist jedes Mal so ein geiles Gefühl, ne? Also das fühle ich jetzt schon sowas von mega mäßig in FIFA Mobile 22. Einfach, wenn die Animation reingeht und man weiß nicht, oh, wen bekommt man, Walkout, dann kommt die Nationalität, kommt der Verein. Das ist heftig, das ist sehr, sehr geil gemacht und natürlich in FIFA Mobile, wir kennen das ja auf der Konsole, auf war es ja schon seit FIFA 19, glaube ich, so, die Animation, aber das ist jetzt, Leute, man muss halt immer mitbedenken, es ist ein Handyspiel, und es fühlt sich an, aber wie ein Konsolenspiel gefühlt. Die Grafik wurde richtig geil gemacht, Gameplay wurde verbessert und jetzt halt auch noch das Menüspiel, sage ich mal. Ja, Memphis Depay, ich weiß nicht, ob wir den spielen werden, müssen wir gleich mal reingucken, ob ein 85er, auf jeden Fall kommt, hat er einen Platz auf der Bank safe. Einen Platz auf der Bank hat er definitiv sicher. Und letztes Pick, kein Walkout, Reece James. Ja, war okay, war jetzt ein Walkout dabei, ich wollte mindestens einen haben und Memphis Depay kriegt, ja, einen Platz in der Startaufstellung nicht, aber kriegt den Platz, nein, da nicht, sondern... Hallo. Da. Hier. Kriegt den Platz für Palhinha. Ach so, Arnold. Ach, Arnold habe ich auch. Stimmt, ja, Arnold habe ich von den Tagesbelohnungen. Gestern hatte ich Arnold bekommen. Arnold könnten wir sogar durchaus spielen lassen. Ich mache Depay auch noch rein. Zack. Und Thomas Partey sogar auch noch. Für Lars Stindelchen. 83 ist besser als 82. So wird ein Schuh draus. Und Thomas Partey hat sogar einen 3er-Skill-Boost. Und vielleicht haben wir dadurch jetzt die nicht 90er. Aber Arnold kann hier spielen. Arnold kann ganz klar da spielen. Als Linksverteidiger. Und wir haben immer noch nicht die 90er. Habe ich Skill-Boost-Karten? Hier Flanken-Skill-Boost für, ja, für Bale, aber bringt er jetzt nicht so viel. Auf der Bank werden die aber, glaube ich, trotzdem mit addiert. Also da sehe ich noch nicht ganz so richtig durch mit den Bankspielern. Die zählen ja auch zur Gesamtbewertung mit dazu. Und habe ich jetzt dadurch vielleicht durch die Skill Boosts... Ne, immer noch 89. Immer noch leider 89. Das heißt ja, wir müssten theoretisch, wenn ich jetzt hier einfach einen Phil Foden oder warte mal, einen Timo Werner würde ich gerne noch eine Gesamtbewertung. Aber ich habe keine Stürmer da. Ich habe nichts als Upgrade vorne drin. Und hinten für... Ja, ich könnte einen...
Komm, machen wir mal. Reece James kommt weg und Tierney kommt weg. Ich könnte Arnold jetzt, und das kriege ich auch hin, Arnold auf 88. Und vielleicht dadurch auf Krampf zur 90er Gesamtbewertung. Ne, leider immer noch nicht. Leider immer noch nicht. Mittelfeld habe ich, glaube ich, auch nichts Neues, ne? Aber Schweinsteiger, wenn ich Münzen hätte, könnte ich es hinkriegen. Ich habe aber keine Münzen, das ist das Problem. Ich habe keine Münze. Ich nix Münzen habe. Starpass ist ja auch nichts, da sage ich auch schon. Aber hier, man kann abrufen. Was kann ich nicht abrufen? Item Pack. Einfach Gosens gezogen. Ja, moin. Robin Gosens. Also man kann jetzt hier immer abholen, das wusste ich gar nicht. Lol, das sind alles Elite-Spieler oder was? Flacho Dimos? Ja, moin. Ja, moin, alles Elite-Spieler. Roman Bürki. Das heißt ja, wir hatten heute 10... Nee, wie warten wir? Einfach in jedem Pack ein Elite-Spieler. Und einfach Knien, Walkout, Federico Chiesa. Und alles Spieler, die ich nicht gebrauchen kann für mein Team. Und wieder Idrissa Gueye. Gönn doch mal jetzt einen Walkie noch, einen Walkie-Talkie. Fred. Waren 9 Spieler insgesamt heute. 3 Elite-Spieler-Packs, jetzt die 6 Packs hier. 9 Spieler, ein Walkout. War ich damit zufrieden? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, damit kann man auch nicht zufrieden sein. Damit kann man auch nicht zufrieden sein. Es ist einfach so. Mann. Was ist eigentlich hier? Was ist das hier? Mehr Fans erreichen. Wir werden auch reingehen, Leute. Wir werden jetzt auch noch reingehen in ein schönes Versus-Angriffsspielchen. Zack. Zack, zack. Und Abfahrt. 68.000 Fans habe ich da derzeit. Wie gesagt, natürlich macht es Spaß, hier die Beta zu suchten. Ich spiele auch ab und zu zwischendurch so die Beta, wenn Zeit ist und wenn ich Lust habe und Laune habe. Aber ihr müsst halt dran denken, in 12 Tagen, in 11 Tagen, in 13 Tagen, am 14. Dezember, sagen wir es so, am 14. Dezember, jetzt habe ich mich verschluckt hier, am 14. Dezember ist die Beta vorbei. Also das heißt, ihr könnt dann, er hat einfach einen Manuel Neuer, ja moin. Das heißt, ab dem 14. Dezember können wir dann alle keine Beta mehr spielen. Das heißt, kein FIFA Mobile 22. Und das war ein schönes Finesse-Törchen von Marcus Rashford. Und, jawohl. Also mit den Finesse komme ich immer besser klar. Am Anfang hatte ich gedacht, ey, die Finesse, da gehen eigentlich gar keine mehr rein in FIFA Mobile 22. Aber mittlerweile bin ich ganz gut drin. Und ein schönes Freistoß-Törchen. Ich glaube, wen hatte ich Freistoß-Spezialist? War... Del Piero müsste es, glaube ich, sein. Alessandro, alle Alessandro, alle Alessandro. So, 5-1, come on. Timo Abi schießt vorbei. Timo Abi schießt vorbei. Flanke und Phil Foden. Schön in den Winkel. Alessandro Del Piero. Komm, hau rauf, das Ding. Warte, er schießt vorbei. Übrigens, Leute, am Wochenende wird es FIFA Mobile 22 am Samstagvormittag geben. Also ich werde am Wochenende, denk mal, Messi's Journey werde ich erst wieder kommende Woche bringen. Also nächste Woche gibt es eine neue Folge, wahrscheinlich nächsten Mittwoch erst. Und haben wir jetzt eine etwas längere Pause von Messi's Journey. Aber Messi's Journey ist jetzt auch, nähert sich an dem Ende. Maximal noch 2-3 Folgen, wenn ich nicht komplett... keine Ahnung, komplett abgeschossen werde und nie Upgrades bekomme. Aber ich denke mal so 2-3 Folgen und dann ist Messi's Journey beendet, die Serie. Also gibt es am Wochenende halt FIFA Mobile, FIFA Mobile 22, nicht um 19 Uhr, sondern direkt früh schon. Könnt ihr euch darauf einstellen, das soll es gewesen sein für die heutige FIFA Mobile 22 Folge. Wir sehen uns um 20 Uhr wieder, haut rein und bis nachher. Tschüss.